Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Jetzt geht es um eine Schminksammlung. Eine liebe Abonnentin hat sich das nämlich gewünscht. Und ich dachte mir, ich mache das einfach mal. Ich werde euch Swatches so gut wie es geht einblenden. Ich hoffe, das ist so okay. Und ich würde einfach sagen, ich starte. Und zwar habe ich ihr von meiner Schwester mal was bekommen. Und zwar ist das von Max Factor. Die CC Color Correcting Cream in der 75 Tint. Das ist mir definitiv zu dunkel. Ja, es ist ein gutes Produkt, aber wie gesagt, es ist mir ein Ticken zu dunkel. Was heißt ein Ticken? Also es ist mir sehr zu dunkel, aber es hat sie halt kostenlos mitbekommen, hat sie mir halt eins abgegeben. Was ich aber dann hauptsächlich verwende, ist hier von Balea die getönte Feuchtigkeitscreme in Light Beige für einen hellen Hautton. Die mag ich ganz gerne. Ja, die passt gut zu meiner Haut. Die ist zwar so, wenn man sie rausdrückt, sehr dunkel, aber sie passt sich super an. Und mein Gesicht ist sowieso noch mal ein bisschen dunkler wie meine Hände und meine Arme. Und deswegen passt die echt, echt gut und kann ich nur empfehlen. Und ja, die pflegt auch ganz leicht. Also die hat wirklich so einen leicht pflegenden Effekt und die mag ich echt gern. Dann mache ich weiter und zwar mit meinem einzigen Puder, was ich hier habe, was ich aber echt nicht so gut finde. Das habe ich von der Ilona mal zugeschickt bekommen. Wie eigentlich fast alles, was ich, ja, fast alles, was ich besitze. Ein paar Sachen habe ich mir noch selber gekauft oder waren in anderen Boxen. Und zwar dieses Mosaik Kompakt Puder von Essence. Das ist, vielleicht erkennt ihr das, ich zeige es euch jetzt einmal schnell so, sehr, sehr glitzernd und sehr, sehr schimmernd. Ist für mich nicht wirklich ein Puder, wenn es schimmernd ist. Aber, wie gesagt, Swatches blende ich euch ein. Ich finde das die Farbe okay. 01 Sunkissed Beauty, wie gesagt, von Essence. Also ich mache das jetzt nicht nach der Reihenfolge, ich mache das einfach irgendwie durch. Dann habe ich hier zwei Bronzer. Und zwar einmal von Miss Beauty London, den ganz normalen Bronzer. Der war mal in der Glossy Box Young, ist auch sehr, sehr billig aufgemacht. Das ist einfach ein Plastikdeckel und hier so ein Pfändchen. Das ist ein matter Bronzer. Finde ich sehr, sehr schön und ja, wie gesagt, er hat keine Farbbezeichnung, es sind 13 Gramm. Und dann war nämlich in der Rossmann Schön für mich Box mal von Revival de Loop Young, der Baked Bronzer. Das ist dieser hier. Das ist die Farbe 01 Sahara Sun, genau, und der ist halt schon sehr am Glitzern und Schimmern. Das ist wieder mir zu viel. Dann habe ich die zwei Produkte zum Abdecken. Und zwar einmal von Essence Stay Natural Concealer. Und ja, das ist halt eben hier dieser Concealer mit diesem Pinselchen vorne dran. Der sieht halt so aus. Und hier ist halt dann so ein Pinselchen. Hier unten dreht man, da kommt das Produkt raus. Und ja, das ist die Farbe 03 Soft Nude. Und dann habe ich hier noch von Manhattan aus der Clear Face Reihe diesen ja, Slim Cover Pen. Also es soll wohl auch ein Abdeckstift sein. Das hat wohl keine spezielle Farbe. Der sieht so aus. Ich weiß nicht, also ist schon relativ dunkel für meine Haut, aber so ist der ganz gut. Dann habe ich hier genau ein Produkt für meine Augenbrauen. Das war auch mal in der Box drin. Und zwar von Revival de Loop Young, der Eyebrow Stylist. Das ist ein Tinted Eyebrow Gel und das ist jetzt die Farbe 01 Light Brown mit Volumeneffekt. Das ist halt einfach, das zeige ich euch jetzt so, das werde ich euch nicht extra swatchen. Das ist, also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon erkennen könnt. Seht ihr hier unten am Stiel diesen Glitzer drin? Also ich weiß nicht, was ein Eyebrow Gel mit Glitzer drin sein soll. Für das, dass diese Bürste auch für die Augenbrauen gedacht ist, finde ich die echt groß und eben dieses Glitzer irritiert mich. Ich wollte es ja eigentlich an meine Schwester weitergeben, aber die verwendet sowas gar nicht. Dann habe ich hier ganz viel solche Cream-to-Powder-Sachen. Und zwar, ja, habe ich die alle zugeschickt bekommen. Da habe ich zu einem aus der Gorilla Gardening Limited Edition von Essence diese Farbe hier. Das ist so ein Rotton. Und zwar ist das die Farbe 02 Floral Glam. Das ist ein matter Creme Blush und der sieht so aus. Also ihr seht, da wurde schon ein paar Mal verwendet. Dann habe ich auch aus der gleichen Limited Edition noch den anderen.
Und zwar ist das die Farbe 01 Mission Flower. Das ist halt einfach so ein Pinkton, ist auch schon gut verwendet worden. Und dann habe ich noch einen von der Essence Mountain Calling LE. Auch ein Cream to Powder Blush eben. Und das ist halt eben so ein schöner, auch so ein Rotton. Und der sieht halt so aus. Es ist mehr so ein Rot-Bärenton, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so gut aufnimmt. Das ist die Farbe 01 Let's Climb Mount Beauty. Und dann habe ich hier noch von Catrice den Cream to Powder Blush aus auch einer Winter Limited Edition, so wie die Verpackung aussieht. Das ist eben dieser hier. Das ist so ein sehr, sehr schöner Peach-Ton. Der sieht so aus. Ja, das war aus der Siberian Call Limited Edition. Das hat jetzt keine Nummer. Dann habe ich hier einen normalen Cream Blush. Also der wird nicht zu Puder quasi. Und zwar ist der Me and My Ice Cream Limited Edition von Essence. Das ist die Farbe 01 Ice Bomb. Und dann habe ich hier vier Lip and Cheek Creams. Und zwar zu einem aus der Rebels Limited Edition von Essence, die den Lip and Cheek Pot in der Farbe 01 Peach Punk. Das ist hier so ein Orangeton. Also ein Peach-Orangeton, wie der Name schon sagt. Und zwar habe ich hier einen noch von Catrice. Das ist das Lip and Cheek Color in der Farbe 1001 Discreet Artist. Das ist dieser Ton hier. Dann zwei aus der Ready for Boarding Limited Edition von Essence. Das ist dieses hier. So sieht das jeweils aus. Und das ist hier einmal diesen Ton. Und das ist die Farbe 01 Sending You Kisses. Und einmal dieser Ton hier. Das ist die Farbe 02, würde ich sagen, Beauty on Tour. Und dann habe ich hier drei normale Blushes bzw. Rouge, wo nicht so cremig sind. Und zwar einmal, das hat die Lilona mal zugeschickt, von The Violet Loop, das Rouge Puder in der Farbe 07 Red Blush. Dann habe ich hier von Catrice noch ein Defining Duo Blush. Und zwar sieht das so hier aus. Das ist dieser schöne Ton hier. Und zwar ist das die Farbe 040 Chocolate Cream. Das ist dieser Ton hier. Und einmal aus der Miami Roller Girl Limited Edition von Essence. Das Blush in der Farbe 01 Dates on Skates. Das ist dieser Farbverlauf Blush. Dann habe ich hier eine Eyeshadow Cream und zwar von der Rockout Edition von Essence, die den Cream Eyeshadow in der Farbe 01 Best Rock. Das ist so ein ja, Metallton. Und jetzt kommen wir so zu den einzelnen Eyeshadows, die ich hier habe. Und zwar hab. Einmal von Essence dieser Eyeshadow. Das ist ein sehr, sehr glitzernder Ton. Ich hoffe, man kann das erkennen. Das ist diese Farbe hier. Das ist die Nummer 02 Dance All Night. Der sieht so aus, wie ihr sehen könnt, sehr glitzerig. Dann einmal von Rival de Loop. Dieser Ton hier, das ist ein sehr, sehr schöner, dunkler, matter Braunton. Das ist die Farbe 06 Hazelnut Matte. Dann habe ich hier einmal von Cyan Eyeshadow. Den habe ich mir selber gekauft. Was mich da geritten hat, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Weil das ist so ein Blauton. Das ist die Farbe 03 Türkis Glow. Der sieht so aus. Ja. Keine Ahnung, was mich da geritten hat. Dann einmal von Catrice. Die Farbe 760 Number One Candidate. Und das ist halt so ein leichter lila Fliederton mit einem schönen lila goldenen Schimmer, wenn man das erkennen kann. Und dann einmal der letzte Mono Eyeshadow von Essence aus der, ich denke auch so eine Winter Limited Edition. Ich weiß nicht, ob die Limited Edition Do Shao Hair hieß.
Ich weiß es nicht. Aber das ist die Farbe 01 Holz oder Michel. Das ist dieser hier. Und es ist so ein. Es sieht so im ersten Moment relativ matt aus, aber er hat auch ebenfalls Glitzer. Und ich finde einfach diese Prägung so schön mit diesem Rentier drauf. Dann habe ich hier einmal ein Eyeshadow und Eyeliner von Essence. Das habe ich auch mal von der Elona geschickt bekommen. Und zwar ist das aus der Road Trip Limited Edition von Essence die Farbe 01 Highway to Pretty. Das ist halt einmal eben ein Lidschatten und ein Eyeliner. Und einmal ein Duo Eyeshadow und zwar in der 070 Double Espresso Macchiato, please. Ich denke, dann kannst du nicht so gut lesen. Das ist diese Farbe hier, also ein glitzernder Braunton und ein matter Verblendeton, würde ich jetzt sagen. Dann habe ich hier einmal eine Eyeshadow Palette, eine kleine, und zwar aus der Rival de Loop Caribbean Nights Limited Edition, die Eyeshadow Palette, und zwar ist das die Farbe 01 Mermaid. Und diese Palette hat sehr, sehr viele bunte Töne, also einen Bronzeton, einen Goldton, einen Silberton, einen Blau- und einen verblende Weißton ohne Schimmer drin und natürlich auch einen kleinen Applikator, was ich immer sehr schön finde. Dann habe ich noch vier Eyeshadow-Stifte. Und zwar zu einem aus der Rival de Loop Color Beauty Reihe, den Eye Pencil in dieser Farbe hier. Ich hoffe, man kann es ganz gut erkennen. Und zwar ist das die Farbe 01 Mint und das ist halt hier auch so ein Mintton, den ich sehr, sehr schön finde, wie gesagt. Und einmal eben die Farbe, auch aus der gleichen Reihe, die Farbe 02 Lilac Grey. Das ist so eine Mischung aus Lila und Grau. Diese Farbe sieht hier so aus. Und dann habe ich hier noch zwei aus der Snow Jam Limited Edition, auch von der Elona eben. Und das sind Jumbo Duo Eye Pencils. Und zwar ist das einmal, ihr könnt es hier auch schon lesen, einmal die Farbe 02 Petro Snow Queen. Das ist eben so ein dunkler Petrolton und so ein, ja, so ein goldiger Ton. Und einmal die Nummer 01, Let's Hit the Slope. Das ist so ein hellerer Petrolton und so ein etwas ins Rose Gold gehender Ton. Dann habe ich hier einige Paletten. Und zwar einmal von Essence die Party Look Make-Up Box. Hier ist ein Riesenspiegel drin, da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier sind halt zu einem 8 Lidschatten drin. Ein Applikator, ein Highlighter und ein Blush und zwei kleine Lipgloss. Dann habe ich hier von Essence aus der Cinderella Limited Edition die Eyeshadow Palette in der 01 It's More Than I Ever Hoped For. Und das ist wirklich eine sehr schöne Palette. Die habe ich auch schon einige Male benutzt. Und zwar ist das diese hier. Die hat sowohl sehr, sehr schöne natürliche Töne, als auch eben so ein Blau und ein dunkleres Blau. Ja, die meisten sind hier, glaube ich, mit so metallischem Schimmer und Glitzer. Aber ich mag die echt gern und die sieht halt auch echt schön aus. Und ich mag Disney, deswegen freue ich mich hier drüber. Dann habe ich hier die Essence All About Chocolates Eyeshadow Palette. Das ist die, ich glaube, die 05. Genau, 05 Chocolates. Das ist eben diese Palette hier. Hier sind sowohl matte als auch metallische als auch schimmernde Töne drin. Dann einmal hat mir auch die Libellona zugeschickt aus, meine ich zumindest, aus der Essence Legend of the Sky Limited Edition die Eyeshadow Palette in der Nummer 01 From Zero to Hero. Ja, die sieht halt so aus. Und einmal aus der Essence You Rock Limited Edition, die Eyeshadow Palette. Hier ist auch noch ein Kajal mit drin und auch ein, und ja, sechs schöne Lidschattenfarben, die alle Schimmer enthalten, aber die finde ich sehr, sehr schön. Das ist übrigens die 01 Rock Chicks Palette. Dann mache ich jetzt mal weiter mit den Kajalstiften. Dort habe ich sehr, sehr viele verschiedene.
einmal von Altera ein Kajal Eyeliner in der 09 Jade. Einmal von Essence ein 2-in-1 Kajal Pencil in der 06 Flirty and Hip. Das ist wohl hier eben einmal so ein silberner Ton mit Glitzer und einmal ein bisschen glänzender Ton in Pink. Einmal aus der 50s Girls Reloaded Limited Edition von Essence, die zwei Eyeliner bzw. Kajalstifte. Und zwar sehen die so hier aus. Das ist einmal die 03 Love Me Tender und einmal die 02 I'm a Marrying Girl. Und dann hatte ich hier einmal in der Glossy Box Young von LP City Color, wenn man das so ausspricht, die 02 Cosmic Brown. Das ist sein Kohlkajal und das ist halt einfach ein Brauton. Dann habe ich hier noch ein Glitter Eyeliner und zwar von Make-Up Store den Glitter Eyeliner in der Farbe 02 Soft Pink. So kann man es sehen und ja, das ist halt einfach ein Glitter Eyeliner. Jetzt zeige ich euch schnell noch meine Mascaren und dann kommt schon meine Lippenprodukte, da habe ich sehr, sehr viel. Einmal habe ich von Cyan die Volumenmascara. Die gab es eben mal im Lidl, hier sind 10 ml drin und die sieht so aus. Ich zeige euch mal das Bürstchen. Das Bürstchen ist sehr, sehr groß, sehr, sehr schön. Die Mascara ist auch schon relativ eingetrocknet, da muss ich mal schauen, ob ich die noch retten kann. Ja, die einmal, die habe ich auch echt schon oft verwendet. Also die benutze ich meistens, wenn irgendwelche Feiern sind oder so. Auch oft nur für die unteren Wimpern, weil meine oberen Wimpern sind von Natur aus sehr geschwungen. Und dann hier von Cyan diese Mascara. Das ist die All-in-One Lash Booster Mascara Volume, Length and Curl. Die finde ich auch sehr, sehr schön. Die hat auch ein großes, großes Bürstchen. Die ist noch gut feucht und ja, das Bürstchen hier sieht so aus. Also auch schön dick. Das ist gut Produkt dran, was heißt, ich bekomme auch gut Produkt auf meine Wimpern. Dann war in der Glossy Box Young mal von Flormar eine drin. Und zwar ist das die Spider Lash Mascara Volume. Das ist eben die rote. Und hier sieht man vielleicht schon, die hat kein Gummibürstchen, sondern sie hat so Naturborsten. Und dann habe ich hier zwei von Essence. Und zwar zu einem die Essence Forbidden Volume Mascara Rebel, das ist diese rote hier, die habe ich erst vor kurzem in der Glossy Box gehabt, die ist auch noch schön flüssig, das ist diese hier. Die hat, wenn man genauer hinschaut, ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut erkennen kann, so kann man es ganz gut erkennen, drei solche Wölbungen und ich mag die sehr gern. Und einmal von Essence die I Love Extreme Crazy Volume Mascara, die sieht so aus und das ist halt auch in der Farbe schwarz. Und die habe ich echt schon ewig hier und die ist immer noch total schön weich und buttrig. Ich muss aber auch sagen, dass ich die immer wieder sehr, sehr gut verschließe und ja, die sieht eben so aus. Die hat so ganz, ganz minimale kleine Borsten, finde ich aber echt toll. Und meine allerliebste Mascara, die aber leider auch bald den Geist aufgibt, nicht weil sie eintrocknet, sondern weil ich sie echt oft verwende. Und zwar von Too True, die Incredilash Mascara. Es ist eben nur so eine kleine Größe, ich weiß gar nicht, wie viel hier drin ist. 5 ml. Die sieht so aus, die ist auch noch ganz gut feucht und die hat ein sehr, sehr kleines, feines Bürstchen, was aber wirklich die Wimpern sehr gut trennt und auch Volumen schenkt und es macht einfach meine Wimpern so schön und deswegen mag ich die sehr gern, aber ich weiß gar nicht, wie viel die kostet. Die ist, glaube ich, relativ teuer, deswegen, ja, ich weiß nicht, ob ich die mir vielleicht irgendwann kaufen werde. Dann habe ich eben ganz, ganz viele Lippenprodukte. Und zwar habe ich hier zu einem von Manhattan ein. Das ist ein Tester, da ist kein Deckel mehr dran. Und zwar ist das hier von Manhattan aus der Extreme Last and Shine Reihe, die 56V. Das ist dieser Ton hier. Sehr, sehr schöner Ton, wie ich finde. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Und einmal von UMA Cosmetics diese Farbe. Und zwar ist das dieser Ton. Das ist die Farbe 45, Pam and Her Son. Dann habe ich hier einmal mir gekauft, selber, und zwar von Catrice, ein Lippenstift. Und zwar ist der aus der Ultimate Color Reihe, die 210 Pinkadilly Circus.
Das ist ein sehr, sehr starker Pinkton, den ich aber sehr schön finde, wenn man ihn nur auftupft. Dann einmal ebenfalls noch einen von UMA. Das ist der Glossy Lipstick. Und zwar ist das jetzt hier die Farbe Peach. Und das ist halt eben hier so einer. Also das ist ein sehr, sehr dünner. Dann habe ich hier einen von Essence. Und zwar, mir hat mir den die Ilona zugeschickt. Das ist dieser hier. Das ist die 02 Porcelain Doll. Das ist halt eben dieser Ton hier. Ist ja nicht so arg verwendet. Also der sieht so aus. Und dann, da war auch in der Glossy Box Young mal von 4LK Lipstick. Ja, da habe ich mich so ein bisschen gewundert, weil Glossy Box Young ist ja eher für Jüngere. Und das ist hier die 10 Pure Red. Und vielleicht erkennt ihr das. Es ist so ein richtig krasser Rotton. Und ich finde, sowas sollte man nicht in die Box tun, die für Jüngere gedacht ist. Finde ich. So eine Soft Lip Cream mit Shea Butter von Revive the Loop. Das ist die Farbe. Und zwar ist das die Farbe 02 Iced Rosé. Und das ist hier so ein Ton. Das ist ein sehr, sehr kühler Rosé-Ton. Fast schon ins Braun geht. Riecht auch super leicht fruchtig-beerig. Dann habe ich hier ein paar so Lip-Gloss-mäßige Sachen. Und zwar zu einem von Manhattan. Color Splash Liquid Lip Tint, das ist die Farbe 94R Red Tulip. Das ist hier dieser krasse Ton, also ein sehr, sehr starker, ich hoffe, dass die Kamera das richtig aufnimmt, Pinkton. Dann von Manhattan aus der Tasty Lips Reihe ein Lipgloss. Und zwar ist das die Farbe. Und zwar ist das, denke ich mal, die Farbe 530, weil es steht sonst so nichts drauf. Dann habe ich hier von Essence diesen Color Arts Lip Base. Das ist halt eben ein ganz normaler, klarer Lipgloss, den man halt sowohl als Base als aber auch meiner Meinung nach als Topper verwenden kann für matte Lippenstifte. Und dann habe ich hier zwei größere Lipgloss und so einmal von Catrice. Color Show Color and Stay Lip Gloss in der Farbe 040 Strike a Pose. Ist dieser Ton hier. Und der sieht halt so hier aus. Und dann von Essence aus der XXXL Long Lasting Lip Gloss Reihe. Die 1 Baby Dolls Favorite. Die habe ich mir selber gekauft, wenn ich mich nicht irre. Und das ist dieser Ton. Auch sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch zwei solche Lip-Lacker. Und zwar einmal von Essence, der war in der Glossy Box Young. Diesen Ton hier, das ist die Farbe 03 Almost Real. Und das ist halt hier so ein Braunton, ein sehr, sehr schöner Ton. Und dann von Revive the Loop Intense Lip-Lacker Long Lasting. Den hatte ich mir in der Rossmann-Hall Challenge mit der lieben Tabea mal gekauft, genau. Und das ist die Farbe 02 Gooseberry. Und genau, das war's auch schon. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es so geht mit den Swatches eingeblendet. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und macht's gut und bis bald. Ciao.